Moin Leute, heute geht es darum, wie man aus einem Sample zum Beispiel Vocals, Percussion, Bass und anderes isolieren kann. Das Ganze habe ich hier einmal vorbereitet. Einmal ein Originalsong, einmal das rausgefilterte und dann noch mit einem extra Beat. Weil sowas eignet sich vor allem dazu, wenn man Remixe machen möchte, Bootlegs oder was auch immer, wo ihr halt nur einen Teil aus einem Song raushaben wollt und etc. Das ist der Originalsong, das von Billy Martin, In For The Kill, das LaRue Cover. But when we start making fires, we get ever so hard. Ja, soweit ganz gut und das haben wir daraus gemacht. But when we start making fires, we get ever so hard. Ja, man hört schon, das ist nicht perfekt, aber ganz ehrlich, das ist bisher die perfekteste Methode, die es gibt, also leck mich am Arsch. Wir haben hier noch den Beat runtergebaut. Ups, so, zack. But when we start making fire, we get ever so hard. Whether we like it or not. Ja, und wie kommen wir dazu? Wir machen das einmal nicht hier in FL Studio. Wir hatten schon in FL Studio das mit den Rauschen entfernen. Das kann ich auch unter anderem nochmal hier oben verlinken. Allerdings haben wir hier erstmal RX7 von Isotope. Isotope hat unter Ozone und ganz viele andere Sachen gemacht. Die haben jetzt auch diesen heftigen Reverb nochmal rausgebracht. Egal, darum soll es nicht gehen. Wir haben jetzt hier einmal schon vorbereitet. Ja, bla bla. We can fight our desire. Ja, das haben wir jetzt hier, aber wir gehen hier. Wo ist es? Music Rebalance. Und ihr seht schon direkt meine Einstellungen für Voice. Und hier haben wir Voice, Bass, Percussion und Other. Hier einmal für Voice, das könnt ihr so lassen. Wenn ihr das höher dreht, dann fangen eure Ohren an zu explodieren. Ja. Allerdings wollen wir halt Bass, Percussion und Other halt alles runterdrehen, soweit wie es geht, um die halt nicht zu haben. Wir wollen halt nur Voice in diesem Fall haben. Wir können das natürlich aber auch auf die ganzen anderen Optionen ausweiten. Jetzt für das Beispiel mit dem Voice haben wir einmal die Sensitivity hier ganz runter und theoretisch können wir das hier ein bisschen breiter machen, weil wenn ihr zum Beispiel das alles auf 5 habt oder alles auf 4, dann hält sich das wieder die Waage und deswegen möchte ich das hier, also ich erkläre es anders, je weniger Sensitivity, desto kleiner wird der Bereich definiert, was als Vocal durchgeht und je mehr wir quasi den anderen zusprechen, desto kleiner wird auch hier der Bereich. Also wenn es alles auf 5 ist, dann hält sich die Waage. Wenn es alles auf 8 ist, dann hält sich auch alles die Waage. Und wenn alles auf 0 ist, hält sich das auch die Waage. Deswegen hier eigentlich klein und hier ein bisschen größer geben, damit dieser Bereich hier als einziger noch kleiner wird. Allerdings hatte ich das bei diesem Beispiel eigentlich, naja, es hat sich nicht so geil angehört, weil wenn man hier auch ein bisschen mehr rausnimmt, dann bedeutet das auch, dass wir mehr Artefakte in dem Song-Sample haben. Bedeutet, ihr habt an ungewöhnlichen Stellen auf einmal, dass die Stimme auf einmal ganz wegfällt oder halt irgendwie komisch ist. Aber wenn ihr zum Beispiel auf vielen zu viel habt, dann hört ihr auch zu viel von den anderen Instrumenten. Also ihr müsst selbst gucken, wie es hier um das beschaffen ist, was ihr bearbeiten wollt. Ich wollte hier einmal nur das ansprechen mit diesem Ausgeglichenen. Das ist ein bisschen counterintuitive. Konter, was auch immer das Deutsche davon ist. Also man denkt es nicht unbedingt direkt so. Deswegen eigentlich das hier wegmachen, das höher und dann das hier kleiner. Wir können das hier einmal previewen. Und zum Previewen würde ich auch ja die Channel Independent Option wählen, weil das ist die schnellste und die ist gut für die ersten Previews. Aber die genaueste Option ist wieder hier die letzte. Weil mein Rechner das gerade hinkriegt, machen wir einfach mal Preview mit dem. Yes. But when we start making fires, ich kann das jetzt mal so machen. We get ever so hard. Jetzt hören wir schon das viel mehr vom Instrument. Zack. Whether und jetzt können we like it or not. They say we can love who we trust. But what is love without lust? Ja. Man hört, da kommt immer noch ein bisschen was durch, aber es ist halt schon um einiges besser. Das ist dann der erste Schritt. Dann können wir hier auf Rendern drücken. So, zack. Das dauert dann wieder ein bisschen. Ihr müsst auch darauf achten, dass hinten alles markiert ist, weil sonst rendert ihr wieder nur einen Teil und der Rest ist noch unbearbeitet und das fällt euch erst auf, wenn ihr es irgendwo einfügen wollt. Und das ist mir natürlich noch nie passiert.
Ja, das hier dauert jetzt 2 Minuten, weil wir das schon gemacht haben. Kannst du das gerade mal? Dann wird das alles gerendert und dann, also das wird dann noch nicht rausgerendert, sondern ihr könnt das hier nochmal extra exportieren oder auch Save As ist halt genau dasselbe. Da wird eure As gesaved. Dann nehmen wir das Ganze und ziehen das Ganze in FL Studio rein und dort ist die Reise noch nicht vorbei, weil dort haben wir schon gesehen, machen wir das Ganze auf den 9. Zack. Und dann hier ist noch der Limiter. Den Limiter habe ich hier eingebaut um alles, weil die kleinen Soundstücke, die wir zwischendurch noch haben, die halt noch übrig geblieben sind, aber wo kein Vocal ist, die sind halt meistens sehr leise. Und mit einem Noise Gate hier beim Limiter können wir die Sachen, die unter einem bestimmten Schwellenwert, also unter einem bestimmten Threshold, den wir hier haben, die da drunter sind, können wir runterducken. Hier habe ich mal Gain auf ganz runter gemacht. Also alles, was da drunter ist, wird komplett leise gedrückt. Und hier mit Release habe ich ein bisschen nur weggenommen. Allerdings ist es wichtig, dass es noch lange ausklingt, weil sonst zwischen den Worten immer sehr abgehackte Stellen sind und das wollen wir nicht. Wir wollen, wenn Vocals da sind, weil die auch laut genug sind, dann wollen wir quasi einen durchgehenden Sound haben, aber sobald die dann weg sind, wollen wir, dass es schön ausfadet. Ich kann euch das hier einmal kurz zeigen. Hier, Pause, zack, hier in dem Ding. Merkt man schon, zack, hier geht's runter, aber es ist nicht so abgehackt. Aber wenn wir es halt so machen würden. Ja, so sieht das aus. Und wenn wir das jetzt einmal hoch machen und dann. Hier, das ist dieselbe Stelle, aber halt anders bearbeitet. Übrigens auch sehr anders mit der Pause-Funktion von Limiter. Das hat mit dem Release hier zu tun. Also hier geht es halt smooth runter und hier wird es halt abgehackt. Deswegen kann man damit noch ein bisschen spielen und gucken, wie es halt für euer eigenes Sample gemacht ist. Gut, dann haben wir das hier soweit und es hört sich halt so schon eigentlich ganz okay an. So. Im Vergleich zum Original. Ja, also das ist Weltenunterschied. Also damit kann man schon arbeiten. Und wenn man dann noch den Beat darunter legt. Ja, machen wir da noch ein bisschen Hall auf das Vocal drauf und wir sind good to go. Jo, das wäre es eigentlich so an sich. Viel Spaß bei irgendwas. Going in for the kill, doing it for a thrill.